Erinnere ich mich sogar richtig. Freue ich mich. Hallo, Kollege. Durch die zwei Augen, die uns beobachten, hindurch. Zack. Haben wir noch irgendeinen Cheat, den wir nicht aktiviert haben hier in der Welt? Von Cheeto, dem Cheatbuch? Ich weiß nicht. Ich mache zuerst einmal jetzt alles hier im Bodengeschoss. Ich wollte schon wieder Erdgeschoss sagen, aber wie soll man das nennen? Hier am Boden einfach. Und dann arbeite ich mich immer rauf. Dann werde ich als nächstes da diese Wege oben nehmen. Und dann werde ich in der Gegend rumfliegen. Beziehungsweise werde ich jetzt schauen, ob da unterm Schiff auch ein paar Noten sind. Wo der nette Captain Blubber seinen Schatz drin hatte. Ja, da sind Noten drin, das ist sehr schön. Und auch der neue Schatz. Eigentlich cool, wenn in echt Schätze auch respawnen würden. Hätte so mancher Abenteurer wie Indiana Jones, der auch tatsächlich wirklich existiert, natürlich, sicher seine Freude damit. Tauchen wir auf. Der andere Eingang war ja am Schiff oben, glaube ich. Lag. Kurze Neuaufnahme deshalb. So. Ich weiß, ich bin ein bisschen übervorsichtig, was Lags angeht, aber ich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht. Mit asynchronen Aufnahmen und was weiß ich. Vor allem bei Fraps. Wollte den alten Seebären nicht helfen. Haben wir schon. Du scheinst kein gutes Gedächtnis zu haben, mein Freund. Da habe ich von drüben nämlich auch Noten gesehen. Deshalb komme ich auch hierher. Ich schau mal, was passiert, wenn wir ihm jetzt einen Schatz geben. Ich glaube, wir haben ihn ihm nicht beim letzten Mal auch beide einzeln erstmal gegeben. Toll! Das ist die erste Hälfte. Ja. I know that, Mr. Hippo, I know that. Das war's einmal denn hier. Dann werde ich auch zuerst an Land bleiben und dann ist ins Wasser. Da ist keine Note drüben und mich juckt's am Ohr. Sehr unvorteilhaft, wenn man ein Headset offen hat natürlich. Ich mache mein Headset immer auf. Da sind Noten drin. Das wird schmerzhaft oder auch nicht. Das war schmerzhaft. Ich hätte damals nicht so durch die Treasure Trove durchwaschen sollen. Dann hätten wir jetzt wahrscheinlich sogar schon genügend Noten. Das nervt. Das dauernde Schaden nehmen. Was heißt hier im Erdgeschoss? Bin ich fertig? Wie gesagt, mir fällt kein besserer Ausdruck dafür ein. Bodengeschoss, whatever. Deshalb schaue ich mal hier rauf. Haben wir hier alle Chigis? Nein, eins fehlt uns hier sogar noch. Ein Yigi.
Aber die Noten sind zum Glück echt nicht sonderlich schwer verstreut. Nicht sonderlich schwer versteckt. Das sind nicht mehr Bienen bei dem Stock. Nur die Waben wollen nicht von uns gefressen werden. Das war Verschwendung. Da hinten werde ich jetzt erstmal hingehen. Aber da sind keine Noten. Aber trotzdem, weil ich glaube, hinten war eine Sackgasse. Werde ich schauen, ob da nicht vielleicht Noten sind. Und ich glaube, ich habe mich getäuscht, was die Sackgasse angeht. Oder auch nicht. Doch, ich habe mich getäuscht. Ich glaube, da war ein Chigi. Oder ein Chinjo. Das war's damit. Upstairs. Beinhaltest du Noten? Ich glaube nicht, aber ich schaue trotzdem nach. Nein, tust du nicht. Sind hier Noten? Nein. Ich glaube, uns fehlt hier sogar nur noch das Chigi, das man durch Chinchos bekommt. Eine aggressive Miene sieht man nicht jeden Tag. In der Sandburg war, glaube ich, auch noch ein paar Noten. Da können wir dann auch noch reinschauen. Den Mumu-Schädel haben wir damals nicht geholt. Also wir waren echt richtig schleißig, was die Welt hier angeht. Aber arg schleißig. Man kann auch schlampig sagen, aber das lasse ich aus bekannten Gründen mal lieber sein. Da geht es nochmal einen Stockwerk runter. Dann werde ich dort jetzt hingehen. Und noch nicht fliegen. Ich glaube, das werde ich damals wahrscheinlich auch übersehen haben. Könnte ich mir gut vorstellen. Da hinten sind Noten. Da sind nur Eier drin. Komme ich von da noch darauf? So nicht. Da drüben auf der Palme sind auch Noten. So, jetzt haben wir schon fast so viele Noten wie bei unserer Bestleistung. Das waren, glaube ich, 67. Das wären mal 61. So, und da hinten waren, glaube ich, nochmal 3. Das heißt, wir wären dann schon auf unserer Bestleistung. Nur, dass wir bei weitem noch nicht alles gesehen haben.
Hier zum Beispiel dieses Sprungfeld. Beziehungsweise diese ganzen Sprungfelder. Zum Einüben dieser Sprungfähigkeit damals noch. Das waren noch Zeiten damals, wo man die simpelsten Fähigkeiten üben musste. Klasse, ihr habt eure bisherige Bestleistung übertroffen. Darum sind nochmal Noten. Hallo Krabbe. Tschüss Krabbe. Schon mal 7 zusätzliche Noten. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 743, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, uns müssen noch 17 fehlen. Dann war da drüben noch irgendeine Höhle oder irgendwas. Oh, da oben ist das letzte Chigi. Cool. Das heißt, wir waren da noch nicht. Das heißt, wir hätten hier auch noch das letzte Chigi gefunden. Interesting. Ach so, das war nicht das letzte. Wir haben ja erst 8. Ach so, das sind die Chigis, die wir insgesamt haben da unten. Okay. Wäre eigentlich cool, wenn man so Chigis irgendwo wechseln könnte in Noten am Ende des Spiels. Weil ich weiß echt nicht, was man mit überschüssigen Chigis machen soll. Jedenfalls war es das jetzt mal hier mit der Erdgeschossebene, was das Land angeht. Was das Wasser angeht, fängt es gerade erst an. Soll ich jetzt mal hier über die Kisten jumpen? Beziehungsweise werde ich. Ich frage mich, ob der Hai uns einholt. Wahrscheinlich schon. Der ist wahrscheinlich schneller als wir. Nein, ist er gar nicht. Außer ich verschrei's. Ich glaube, ich verschrei's. Ja, ich verschrei's. Mmm, lecker. Cool, dass ich da noch lang tauche. Ich glaube, in ihm hier drin waren auch noch ein paar Noten, kann das sein? Das ist Nippersstrand, denn mir kommt er nicht vorbei. Das werden wir sehen, Krustenhirn. Kennen wir noch von damals, ja, ja. Bla, bla, bla. So, dreimal, glaube ich, muss er ihn ja treffen. Weil alle guten Dinge drei sind. War überhaupt bei alten Bossen oft so, dass man die dreimal treffen musste. Eigentlich eine gute Frage, warum das so war. Vielleicht echt wegen diesem Sprichwort. Ich weiß es nicht. Und ich hatte recht, es sind tatsächlich noch Noten. Sogar gar nicht wenige. Also, wir wissen, wir brauchen 765 Noten für die Tür. Jetzt will ich aber echt schauen, wie viele wir insgesamt haben. Aber wenn ich dafür wieder... Na, muss ich diesmal gar nicht, weil wir ja jetzt in Welt 2 sind. Aber ich sollte halt den richtigen Knopf treffen. Das wäre schon vom Vorteil. Fünfzehn fehlen uns noch. Dann kommt jetzt auf jeden Fall die Sandburg als nächstes dran. Weil ich weiß, dass da glaube ich auch 4 Noten waren, in jeder Ecke eine. Hier ist sie und da oben sind auch noch welche.